craven. Und dann habe ich jetzt neulich einen Kumpel gefragt. Und dann hat er Oleg gesagt, der Graven, der ist ja gar nicht so schwer, wenn man da, man da beachtet die Knotenpunkte. Und das wollen wir uns mal gleich anschauen, was er damit meint. Ja. Ich verliere immer gegen Graven, wirklich. Ich check das nicht. Ich schwöre euch, ich werde bestimmt jetzt wieder abkacken. Ja. Bestimmt wieder verliere ich gegen den Graven. Da bin ich mir sicher. Ja, so. Ja, also die, auch die Geräusche fehlen im Game. Ja, der Kabam mal früher eingeführt, gab's, können sich viele nicht mehr daran erinnern, aber einige vielleicht schon. Und dann hat es so lange gedauert, die Ladezeiten, das Kabam so richtig, sagen wir mal so, die waren schon richtig, richtig scheiße drauf, die Leute. Die haben gesagt, was soll denn der Scheiß, die Arschlöcher. Und dann hörten die dann diese ganzen Soundeffekte wegmachen müssen. Ne? Schade eigentlich. Ja. Es war halt eben am Anfang wirklich die Idee, das so wie Injustice 1 oder Injustice 2 dann später zu machen, aber naja. Bam hat es halt dann wieder nicht geschafft und was soll's. Ich glaube, ich werde eine SK3 machen, weil ich keinen Bock habe hier. Wenn der jetzt mir seine blöde SK2 nicht macht, dann. Ja, also, du Arsch. Du bitte Arsch! So, zack, zack, zack. Wobei die war so ein guter Champion, der Ghost Rider. Und jetzt, ja, jetzt ist halt nicht mehr. Ach, verdammt, das Ausweichen wieder mal nicht funktioniert. Egal. Jetzt ist halt nicht mehr der Champion, der gute, der sein sollte. Ne? Jetzt ist es halt nicht mehr. Alles hat ein Anfang und Ende, Neo. Jetzt bist du nicht mehr der N1. Jetzt ist es Trinity. Ja. Ja, ich dachte mir schon, dass mit Matrix das so ist. Wie bei Marvel. Alles wird umgedeutet. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn ich bei Thor und so habe ich immer schon gesagt, hey, die Thor ist gut, aber die Jane, die geile Sau. Jetzt Ruhe! Aber die Jane, die. Da würde so ein, ach, ich weiß nicht, wie der heißt, der Horst. Der Horsti nenne ich den immer, den früher unseren Horsti gekannt, den Horsti nannten wir in einer anderen Allianz, früher ganz schon länger, und der hat immer gesagt, Schätzlein, das sieht aber heute richtig geil aus, hast du mal Bock zu ficken? immer, der war so geil, der Typ. So, jetzt machen wir, schauen wir mal, was es dort gibt. Deswegen würde der Horsti sagen, oh, das ist doch gut, die ganzen männlichen Helden. Die männlichen Helden werden jetzt zu geilen Weibern. Da kann man da richtig so geil. Also, ja klar, Horsti. Also, der Oleg sagte, du hast nur 10 Sekunden Zeit. Und nur in diesen 10 Sekunden kannst du... Genau, und dann hast du noch diese und dann hast du noch das hier. Okay, okay, jetzt verstehe ich das. Deswegen musst du das dann SK1 machen. Und dann passt es und dann hat... Ah, das ist dieses... Ah, und man muss... Oh, jetzt bin ich in diesem Modus. Ah, und jetzt muss ich tatsächlich... Ah, und ich muss ausweichen. Oh, das ist aber ganz schön kniffig. Ah, verstehe. Ja, der Oleg hat recht. Also man muss da echt aufpassen. Oh, 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 oh. Und jetzt bin ich in diesem fucking Modus wieder. Und ja, wieder einen Fehler gemacht. Aber okay, ich verstehe es. Okay, schauen wir mal. Und jetzt bin ich wieder in diesem Modus, ne? Also ich kann dann nicht einfach so weg. Aber dann kann ich dann SK1 machen. Und ja, okay, One-Shot würde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ja, man muss ja diesen Modus sehen. Ah, jetzt verstehe ich das.
Ja. Okay, jetzt schaue ich nochmal und zack. Ich verstehe es jetzt, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Also ich brauche da Übung. Also ehrlich gesagt, mit ein bisschen Übung, denk ich mal, schafft man das. Aber ich schaffe das jetzt nicht so, dass ich einen One-Shot machen kann. Aber das ist jetzt nicht so wild, meines Erachtens. Also ich dachte, das wäre jetzt viel schlimmer, weil viele Leute im Forum lese ich immer und beschweren sich und sagen, ah, warum ist das so? Aber nee, das ist okay. Ich finde den Knotenpunkt jetzt nicht so schlimm. Man kann es schon schaffen. Mit One-Shot auch, wenn man dann mit Übungen hat. Ich kämpfe ja zum ersten Mal gegen den. Ne? Mit meinem, ne, okay, eigentlich ist Quatsch, nicht zum ersten Mal, sondern ich kämpfe zum ersten Mal mit Multi-Account. Ne? Mit meinem anderen Account, mit meinem kleinen Account, habe ich gegen ihn verloren gehabt, weil da war ich jetzt nicht so mächtig. Und, und ich habe diesen Fehler gemacht, okay. Ja. Und bei meinem kleinen Account, da habe ich es nicht geschafft, ne. Aber bei meinem großen, da sieht man, da ist es wurscht. Da bin ich einfach zu mächtig. Er muss ja gegen alle 5 Champions. Du musst es immer so verstehen, ich sag mal alle, ihr müsst euch das mal so vorstellen, ihr tut ja im Endeffekt kämpfen gegen, also ihr seid ja im 5 Leute im Endeffekt im Team. Und dieses K.O. ist ja auch Blödsinn, weil K.O. richtig K.O. seid ihr erst, wenn alle eure 5 Champions tot sind. Und von daher ist das kein K.O. und ein Champion. Vielleicht ein Zwischen-K.O., aber das hätte kein anders machen sollen. Ja. Aber man muss sich so vorstellen, ihr habt eure 5 Champions und es ist nicht der. Es ist jetzt nicht notwendig, One-Shot zu machen. Sieht zwar richtig toll aus, aber ist nicht notwendig. Man kann ja auch diese Two-Shot, Three-Shot oder Five-Shot machen. Wichtig ist, dass man dann halt weiterkommt und relaxed weiterkommt, ohne großen Stress zu machen. Ja. Sind wir jetzt auch weitergekommen, haben einmal besiegt und können dann irgendwann die 100% machen. Ja, naja. Und mein Akku ist wieder leer. Von meiner Seite macht's gut. Bis dann.